Ja, herzlich willkommen zu einer neuen BKF. Diesmal muss ich leider wieder alleine. Das hat einfach zeitliche Gründe und wir sind auch, wenn man es genau nimmt, einen Tag zu spät, nämlich eine Woche und einen Tag später. Und ihr seht, das Wetter ist mal wieder anders. Ja, ihr habt es im Titel wahrscheinlich schon gesehen. Ein ganz gefährliches Wetter, was sich da bei uns aufgetan hat. Oder ja, kann man so sagen. Für Imker mit weniger Erfahrung kann das ein ganz gefährliches Wetter sein. Wir haben jetzt, muss man ja sagen, wenn wir jetzt zurückschauen, unsere ganzen BKF-Folgen. Es ist jetzt die fünfte. Also vor 5 Wochen haben wir eigentlich angefangen so mit dem Blühen. Wir sind jetzt immer noch im Blühen und wir sind immer noch kalt. Wir hatten 2-3 Tage mit Plus, wirklich Zunahmen. Wir hatten aber optisch gesehen über eine Woche Sammelwetter für die Bienen. Jetzt ist es ja aber so, die Bienenvölker haben momentan sehr viel Brut, sind im Grunde auch noch nicht ausgewachsen und haben kalte Nächte. Also die brauchen unheimlich viel Energie. Und das führt bei vielen zum Trugschluss oder kann zum Trugschluss führen, dass ich mich nicht mehr kümmern muss. Ich warte noch eine Woche, dann mache ich Schwarmkontrolle und ernte den Honig. Dem ist einfach bei uns im Moment nicht so. Ich blende euch hier jetzt mal ein Wagstockvolk ein, wo man es eigentlich ganz gut sieht. Ja, ihr seht jetzt hier in der Einblendung, sie sind immer geflogen. Ne, ihr habt diese leichten Knicke mit 0,5 Kilo oder 0,7 Kilo Abnahme tagsüber, wo die Bienen rausfliegen. Ist ja klar, die Waage wird leichter, die Bienen sind unterwegs. Aber wenn ihr euch jetzt die Linie anschaut, ist wie gesagt eine Woche nachts kalt, aber tagsüber immer 15 bis 17 Grad. Wenn ihr die Linie anschaut, da hat sich nichts getan, bis auf den einen Tag oder die 1-2 Tage, wo wir annähernd an die 20 Grad gekommen sind. Da haben wir jetzt eine leichte Zunahme, in Summe 1 Kilo knapp. Ja, also das Bienenvolk hat sich gerade so am Leben erhalten. Und das, muss man jetzt dazu sagen, ist ein Bienenvolk bei uns, die stehen am Raps oder haben Rapsanschluss, wie man schon schön sagt. Die stehen nicht direkt am Raps. Sie stehen auf Sträubschüssen, wo die Kirsche blüht. Wie gesagt, der Apfel hat jetzt letzte Woche, wo jetzt die Wagstockdaten her sind, noch nicht geblüht. Die Kirsche, also da müsst ihr einfach nochmal zurückgehen auf die letzte BKF, was geblüht hat. Ne? Kirsche nicht mehr, Birne noch, Apfel noch nicht, aber Raps. Ne? Und jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, wie das vielleicht an einem Standort aussieht, wo eben kein Raps ist. Oder beim Bienenvolk, das schwächer ist. Ne? Es zählt ja hier vor allem das Brut-Bienen-Verhältnis, also wie viel Bienen pflegen wie viel Brut. Oder andersrum, wie viel Brut wird von wie viel Bienen gepflegt. Und schwache Völker haben es ja noch schwieriger, ja, diesen zum Leben erhaltenden Futtervorrat einzusammeln, also 1:1 zu erzeugen. Ja, das ist einfach so und das sieht man auch, die Bienenvölker, wo wir unsere Reservekönigin noch haben zum Teil, Bienenvölker, wo wir auch vorhalten zur Reserve, die tendenziell ja schwach sind, die sind 2-3 Waben da dann jetzt momentan, die muss man auf jeden Fall füttern. Und, also die haben ihren Wintervorrat aufgebraucht. Gut, die sind jetzt auch bei uns nicht mit 22 Kilo im Winter gestartet, aber in der Regel muss man da wirklich achtsam sein. Und das muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Und das finde ich ja auch das Schöne an dem Kanal, an diesem Miteinander, dass wir in die Diskussion kommen, dass wir uns austauschen. Und da muss man auch sagen, es gibt ja auch einige, die offen und ehrlich zugeben, hey, uns ist letzte Woche noch ein Bienenvolk verhungert. Ja? Und das ist einfach ein bisschen, da braucht man Fingerspitzengefühl. Wir kommen jetzt auch, laut Wetterbericht gehen wir auch. Ihr seht, wie es hier im Grund aussieht. Ne? Bombenhonig, ne? Wenn es die Sonne scheinen würde. Aber es ist nicht so. Uns fehlen die absoluten Temperaturen.
Also meine Erfahrung ist einfach so, dass wenn wir den Raps haben, dann sind 20 Grad eigentlich, so um die 20 Grad, sind eigentlich ganz sinnvoll, dass es richtig honigt. Ja, wir brauchen einen feuchten Boden. Aber wir gehen jetzt wieder in 3-4 Tage Regen und Kälte. Und das war auch der Punkt, warum bei uns ein bisschen was zu tun war in der letzten Zeit. Also wir haben einige Völker schon nochmal zur Sicherheit nachgefüttert. Weil ihr müsst euch ja vorstellen, es geht ja nicht nur ums Verhungern. Ein Bienenvolk braucht ja immer einen Vorrat, dass es aus dem Vollen schöpfen kann, dass es durchzieht, dass es sich super entwickelt. Ja. Es sind halt so, sei es mal ganz grob, salopp, diese eine Wabe, der Dant, Futter, wo auf jeden Fall da sein muss im Bienenvolk. Und das wollen wir auch sicherstellen und das wollen wir auch über die ganze nächste Zeit, die nächsten 3-4 Tage sicherstellen. Wir wissen ja auch danach nicht, ob das Wetter dann genau richtig wird. Und deshalb sind wir da einfach hergegangen und haben nochmal Bienenvölker jetzt auch gefüttert. Gestern, ne, gestern war es noch schön warm, bei 15 Grad. Schaust du da mit dem Futtereimer rum? Die Leute denken auch, was macht der jetzt? Nein, es war einfach in Voraussicht auf das Wetter, wie es kommt. Und dass wir einfach eine gute Versorgung der Bienenvölker sicherstellen wollen. Weil wie gesagt, wir wissen ja nicht, was da noch wettertechnisch auf uns zukommt. Aber wir wissen, dass die Bienenvölker die letzten 1-2 Wochen trotz schönem Wetter nicht in der Lage waren, große Vorräte zu sammeln. Die starken Völker, die Supervölker, sage ich mal, also die Völker, wo wir uns für die Tracht, Frühjahrstracht hergenommen haben, die haben durchaus die Möglichkeit, dass die da schon Zunahmen haben. Aber wie gesagt, es ist einfach ein Trugschluss, jetzt zu sagen, aufgrund, wie gesagt, ich verweise da nochmal auf die letzte BKF, auf das Wetter, es läuft, ich muss mich nicht mehr kümmern. Ja. Also wir freuen uns auch über den Regen, das muss ich ganz klar sagen, weil Regen fehlt der Natur. Und der Raps braucht ja auch einen nassen Boden. Und deshalb bin ich auf der einen Seite natürlich froh um den Regen. Aber auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, es ist halt auch einfach, ja, gerade ein bisschen schade. Also das Optimale wäre natürlich, wenn es nachts regnet, ne? Und tagsüber 20 Grad hat, windstill ist. Nein, aber wir sind da noch guter Hoffnung. Wir sehen das ja hier zum Beispiel. Ich schwenke euch mal kurz rum. Wir sehen es ja hier zum Beispiel, ne? Also wir haben ja noch viele, viele Knospen, die aufgehen können. Also da kann noch einiges passieren mit dem Raps. Also honigtechnisch meine ich jetzt. Uns steht ja auch komplett eigentlich noch die ganze Apfelblüte bevor. Und das ist ja bei uns hier in der Gegend eigentlich vom Obst her die größte Tracht oder ja größte Honigmenge. Steht uns auch noch bevor. Und deshalb ist es jetzt einfach halt unheimlich wichtig, dass die Bienenvölker keinen Knick bekommen in dem Wachstum, in dieser Vorwärtsbewegung durch irgendwelche Futtermangel, durch irgendwelche anderen Erscheinungen, sondern da muss der Futtervorrat, der muss da sein. Auch jetzt, wo es regnet, ne, die wachsen. Also wenn man jetzt starke Völker hat, man darf sich da auch jetzt wieder nicht zurücklehnen und sagen, hey, es regnet ja, da passiert nichts. Nein, ihr müsst auch denken, wenn ihr super starke Völker habt, dann kann das auch jetzt schon in dem Schwarmtrieb losgehen. Bei uns ist da noch keine Tendenz, muss ich sagen, was ich gesehen habe. Wobei wir da auch tendenziell ja auch ein bisschen drauf achten, in der Auslese, in der Vermehrung, dass wir da uns nicht einen Klotz ans Bein binden. Das darf man auch nicht vernachlässigen, dass da eben diese Schwarmkontrolle, das kann einfach auch passieren, wenn es einfach regnet, wenn es kalt ist, weil dieser Vorwärtsdrang, der ist einfach da. Ja. Ein anderes Thema ist jetzt noch, war bei vielen auch noch was ich noch kurz aufgreifen müsste, ist Honigraum aufsetzen oder nicht. Also da bin ich halt auch ein bisschen der Freund, da warte ich noch ein bisschen zu. Ne? Also bei Bienenvölker, die ich gesagt habe, die haben jetzt noch keinen Honigraum, das gibt's auch. Gibt da Gruppen bei mir, die haben jetzt noch keinen Honigraum, die sind einfach ein bisschen schwächer in den Winter gegangen und auch aus dem Winter gekommen. Zum Teil auch bewusst, manche auch unbewusst. Dann haben die eben keinen Honigraum noch. Und
den habe ich denen jetzt auch nicht gegeben. Also wie gesagt, ich war die letzten Tage da nochmal bei fast allen Bienenvölkern, auch wegen dem Futter, um mir das anzuschauen. Und den habe ich denen jetzt auch bewusst nicht gegeben vor den kalten Tagen, weil die sollen nochmal kompakt im Brutnest bleiben, den Deckel oben drauf haben als Wärmebegrenzung oder halt nicht als leeren kalten Raum und eben das nochmal diese 3-4 Tage die Brut optimal umsetzen, das Futter umsetzen, nochmal richtig in die Vollen gehen und dann bekommen die, sobald es warm ist, den Honigraum, weil was will ich ihnen jetzt den Honigraum geben, da kommt sowieso kein Honig rein. Demzufolge stimuliert es auch nicht, also dieses Argument, wo oft angeführt wird, zu später Honigraumgabe, habe ich ein Problem mit dem Schwarmtrieb, sehe ich nicht so. Es kommt ja kein Honig rein, das heißt, es gibt kein Futter im Überfluss. Damit fällt ja ein Treiber der Schwarmlust schon mal weg. Wir haben kalte Temperaturen. Also ganz so kritisch sehe ich das absolut nicht. Und deshalb sind wir da einfach noch so, dass auch manche Völker trotz dieser Rapsblüte immer noch keinen Honigraum haben. Deshalb kann ich nachts trotzdem gut schlafen. Also das macht mir jetzt, wie gesagt, keine Sorgen. Auf der anderen Seite muss man sagen, sind wir endlich mal wieder so ein bisschen im normalen Jahr. Ne? Also so 1. Mai und der Raps blüht. Wir hatten es auch schon, dass 1. April jetzt nicht, aber Anfang April der Raps geblüht hat. Aber wie gesagt, es kann ruhig noch ein bisschen regnen. Ja, das soll es zu dem Punkt eigentlich schon wieder ein bisschen gewesen sein. Und ja, wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare und gerne auch ein bisschen, wie es bei euch so aussieht mit diesem Schwarmtrieb. Da bin ich halt vor allem mal gespannt, wie das da in anderen Regionen auch wieder aussieht. Ich finde es ja immer ganz interessant, diesen Blick dann nach Deutschland oder in die Regionen auch auf die 1000 Meter in Österreich zum Beispiel zu bekommen. Das finde ich immer ganz interessant. Also schreibt mir das gerne rein. Ja, ansonsten, wenn euch das Video gefällt, einen Daumen nach oben, ein Abo natürlich. Und dann sehen wir uns in einer Woche wieder. Und ich mache jetzt Feierabend. Also, bis dann. Ciao.